schließen. Lösen Sie sich von allem und öffnen Sie ganz weit zu Ihrem Unterbewusstsein. Lassen Sie mich eintreten. Das wird jetzt eine Weile dauern. Genau. Das klingt jetzt irgendwie extrem zweideutig, oder? Ja. Wir sind vereint. Kehren Sie zum Restaurant zurück, kurz bevor alles begann. Leute, wenn ihr wissen wollt, was passiert ist, wirklich, haltet euch jetzt. Und wandern Sie beliebig durch Ägypten. Gedächtnis. Oh, Scheiße. Wo sind Sie, Lukas? Versprachbar. Ich stehe vor dem Restaurant. Dann betreten Sie jetzt das Restaurant. Hui. Eigentlich kann ich ja jetzt hier reden. Das passiert ja nicht. Ich bin dort im Restaurant. Da, 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 da. Was sehen Sie? Die Bedienung. Wisst ihr, ich will das hier teilen. Das wird ziemlich lange werden. Sehen Sie den Tisch, an dem Sie saßen? Ich suche ihn. Da ist ein Polizist. Er sitzt an der Bar. Konzentrieren Sie sich. Jetzt gehen Sie an Ihren Tisch. Leute, ich stehe neben jetzt. Dem Tisch. Jetzt kommt's. Haben Sie noch nicht an Ihrem Tisch gesessen? Doch, hab ich. Denn mein Essen steht bereits da. Klar. Ich glaube, zu der Zeit habe ich ihn umgebracht. Bewahren Sie die Ruhe, Lukas. Sagen Sie mir genau, wo Sie sich befinden. Jetzt kommt's. Im Toilettenraum. Der andere Mann. Man sieht ihn pissen. Was macht er? Er pinkelt. Er ist völlig ahnungslos. Und Sie, Lukas, wo sind Sie? Keine Ahnung. Ich sehe mich nicht. Ich war in einer Toilettenkabine. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Oh mein Gott, ich habe ein Messer. Er sieht mich nicht. Immer ruhig bleiben. Schön. Er steht vorm Spiegel. Ich kann meine Beine nicht kontrollieren. Ich gehe von hinten auf den Mann zu. Er sieht mich nicht. Ich will nicht. Aber ich hab mich nicht in der Kontrolle. Kehren Sie nochmal zum Restaurant zurück. Aber diesmal, bevor Sie in den Toilettenraum gehen. Verstehen Sie mich, Lukas? Weiter zurück. Gehen Sie zurück in Ihre Vergangenheit. Wo sind Sie jetzt? Weil Sie noch ein Baby waren. Wieder im Speisesaal des Restaurants. Sitzen Sie an Ihrem Tisch? Ja, ich sehe mich dort sitzen. Und was tun Sie, Lukas? Ich esse. Ich esse. Wow. Ich esse und lese dabei ein Buch. Ein Buch? Shakespeare, der Sturm. Ja, Shakespeare, der Sturm. Was ein schreckliches Buch. Was sehen Sie noch? Weil man es kaum versteht. Wie ich dir vorhin gesagt habe, ich bin einem Tyrannen untertan. Einem Zauberer, der mir durch seine List diese Insel abgetrödelt hat. Wie bitte? Das ist eine Passage aus Shakespeares Sturm. Das lesen Sie doch gerade, oder? Ja. Jemand kommt auf mich zu. Ah, wer ist diese Person? Ein Mann. Wer ist es? Ein Gast? Ich weiß nicht. Ich glaube ja. Ich sehe sein Gesicht nicht. Und was sagt er zu Ihnen? Ich kann mich nicht erinnern. Konzentrieren Sie sich, Lukas. Sie müssen sich erinnern. Eins meiner Lieblingsbücher. Schade, dass heute kaum noch jemand Shakespeare liest. Dürfte ich mich kurz zu Ihnen setzen? Ah, ja, aber... Der Mann hat sich zu mir gesetzt und jetzt kommt die Bedienung. Ist er selbst? Kaffee, bitte. Die Bedienung. Sie scheint den Mann nicht zu sehen, als wäre er unsichtbar. Es wurde schon viel über den Sturm
weiß nicht. Der Mann strahlt eine seltsame Energie aus. Ich kann sie nicht beschreiben. Weiter, Lukas. Was geschieht danach? Ich glaube, jetzt kommt's. Glauben Sie an magische Kräfte? Nein, gar nicht. Hören Sie. Welch Irrtum. Dabei enthält unser Universum noch viel mehr als das, was mit bloßem Auge zu erkennen ist. Ihr Kaffee, Sir. Danke, Kate. Erinnert euch der Kaffee, der bestellt wurde? Die Bedienung hat ihm den Kaffee serviert, aber sie wendet sich mir zu, als hätte ich ihn bestellt. Sie weiß nicht, dass er dort sitzt. Sie sieht ihn gar nicht. Und was passiert jetzt? Jo, jetzt kommt's. Ich will zwar nicht unhöflich sein, aber ich wäre lieber allein. Naster Nachtitlan, Kastamichli, Quechnitlan, Nastilan, Kirchnitlan, Gott. Er hat unser Droh unter Drogen gesetzt. Er hat eine Spritze in seinen Arm. Ich fühle meinen Körper nicht. Sein Ärmel. Und ich kann mich nicht bewegen. Der Mann, Lukas. Wo ist der Mann? Er ist aufgestanden und weggegangen. Er ist nun in meinem Kopf und kontrolliert mich. Folgen Sie dem...